Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, Eumo15p, und ja, ihr seht hier gerade eben meinen Desktop-Hintergrund. Und zwar, ich habe mich jetzt endlich mal dazu entschieden, ein neues Video zu machen. Und zwar soll es darum gehen, mehrere, oh, da ist meine Maus, verschiedene Linux-Distributionen mal so anzutesten. Und ja, das möchte ich euch einfach so ein bisschen zur Verfügung stellen. Ich habe ja in letzter Zeit nicht ganz so viel gemacht, aber ich hatte jetzt einfach mal wieder ein bisschen Lust dazu und jetzt habe ich auch das alles wieder ausgetüftelt und so weiter und so fort. Im Hintergrund hört ihr immer noch meinen quietschenden Stuhl. Also alles ganz normal. Ich hoffe mal, ich bin nicht allzu leise. Ansonsten muss ich das im Endeffekt nochmal hochstellen. Ja, und ja, deshalb Hintergrund hat sich geändert. Und ja, fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar geht es heute darum, Knoppix, eine Linux-Version, in einer VMware, also in einer virtuellen Maschine, VirtualBox, hier laufen zu lassen. So, wie ihr seht, ich habe hier schon mal so drei drin, die interessieren uns aber absolut nicht. Ja, und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze geht. Und zwar geht ihr einfach in einen Browser eurer Wahl und gebt hier oben ein Linux Knoppix ISO. Ich habe das jetzt einfach mal bei Bing gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich auf Bing gekommen bin. Gut, dann könnt ihr auf diesen Link gehen. Hier, wunderbar, ne? Ich kann den euch auch nochmal in die Beschreibung packen. Da oben. Hallo, da. Wunderbar. Packe ich euch in die Beschreibung, ne? So, und da könnt ihr euch jetzt hier auswählen, wo ihr es runterladen wollt. Ich habe es jetzt hier von der Team Cabins gemacht, ganz einfach deswegen. Es ist was Deutsches und es ist bei mir in der Nähe und ja, finde ich ganz toll. Und ja, das klickt ihr dann halt an und dann kommt ihr auf eine weitere Seite, Knoppix Nutzervereinbarung. Und das ist nur, dass ihr halt, ne, das benutzen dürft, und dann geht ihr einfach auf Akzeptieren. So, dann kommt da so ein, das muss ich jetzt mal von hier drüben so hinziehen. Ne, machen wir so. So. Nein. So. Da. Das erscheint dann. Da könnte man dann meinen Namen sehen. Aber wir gehen auf Guest, weil wir sind ja da kein Nutzer sozusagen. Wir gehen einfach auf Connect. Die ganze Zeit läuft übrigens im Hintergrund so ein Teil. Dann kriegen wir so einen tollen Ordner hier. Den fast dort bei mir. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das von der CD wollt. Ich gehe jetzt einfach mal auf DVD. Öffnet sich ein zweiter Ordner. Dann könnt ihr euch hier eine Distribution aussuchen. Wie gesagt, von Knoppix. Hier ist nur, wann die sozusagen rausgekommen sind, welche Versionen das sind. Ich habe die hier genommen. Die zieht ihr euch dann einfach rüber. Und ja, ich habe das schon gemacht. Das dauert ein bisschen. Muss ich herunterladen. So, das kann ich auch schließen eigentlich. So, dann habt ihr die hier. Und ja, und wie das weitergeht, das zeige ich euch jetzt. Könnt ihr hier erstmal auf New gehen. Flup, 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 dann rödelt er ein bisschen. Dann gehen wir hier auf Linux. Gehen wir jetzt hier auf Knoppix. So, und müssen hier aussuchen. Gibt es irgendwo Knoppix? Nö, dann gehen wir einfach auf ein anderes Linux. Ich weiß gerade gar nicht. Nein. Nein, nein, nein. Absolut nicht. Ich will nur wissen, wie du heißt. Steht da was drin? Nee. Machen wir einfach 64 mit. Continue. Dann können wir auswählen, wie viel RAM er benutzt. Das sollte aber ausreichen eigentlich. Das nehmen wir. Nee, wir createn eine neue. Create. So, da können wir noch was auswählen. Das brauchen wir jetzt aber alles nicht. So. Jo, alles wunderbar. 8 GB insgesamt Speicher.
So, da haben wir Knobby. So, jetzt müssen wir noch etwas einstellen. Und zwar Settings. Ganz wichtig. So. Storage. So. Und wenn wir jetzt hier reingehen, müssen wir eine virtuelle Optical Disk 2 sozusagen und so. So. Documents, bla bla bla. Nein, Desktop. Ja, da sind ja haufenweise Dateien. Was ist denn das? Da ist sie. Die klicken wir ganz einfach an. Unten können wir All Files oder sowas anklicken, das ist aber egal. Auf jeden Fall, die Anklicken, ihr seht, 4,26 GB ist hier groß. Open. Dann gehen wir auf OK. So, ich muss mal gucken, ob der überhaupt noch alles aufnimmt. Jo. So, und dann können wir das Ganze auch schon starten. Gehen wir hier einfach mal drauf. Das ist jetzt übrigens das erste Mal. Normaler Start. Können auch da oben auf den Pfeil gehen, aber egal. So, ich hoffe mal, der rödelt jetzt nicht allzu lange. Doch, er rödelt. So. Da ist es. Knoppix. Wunderbar. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich rauskomme, richtig. Wie kam ich nochmal raus? Ich weiß es nicht. Das steht hier unten irgendwo. Okay. Ich weiß jetzt wenigstens, wie ich wieder rauskomme. Also, wenn ich hier drin bin, ist meine Maus gefangen. Oh, da kam gerade ein Sound. Habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Das tut mir leid. Ich nehme gerade keinen Sound auf von. So, mal anpassen von meinem PC. This is very old, please upgrade. Okay. Settings. Hallo? Ah! Kann ich schon irgendwas machen? Hallo? Hallo? Da. Wunderbar. Jetzt kann ich schon was machen. Einstellung des Bildschirmschoners, sagt er uns an. Screensaver, irgendwas. Okay. Ja. Okay. Vorschau. Gut, das wollen wir jetzt einfach mal wegklicken. So. Komm. Mach dich weg. Was ist das denn? Lustiges. Hoi. Sieht sehr interessant aus. Ist das schon ein Bildschirmschoner? Ich möchte nicht, dass du abkackst. Der ist jetzt sehr dunkel geworden. Ich glaube, der öffnet gerade irgendwas. Oder? Öffnest du irgendwas? Ja, du öffnest irgendwas. Gut. Können wir dich irgendwie daran hindern? Nö, ne? Gut. Aber egal. Doch, wir haben ihn gerade daran gehindert. Ich finde dieses Hintergrundbild. Das dauert alles ein bisschen sehr lange. Aber egal. Wir sind sehr interessant. Knoppix 7.4 ist das Ganze. So. Was ist das? Aumix? Also was mit Audio? Office ist drauf. Firefox natürlich. Terminal. Firefox, können wir mal gucken, ob das funktioniert. Na, ich habe die schon angeklickt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber egal.
Okay, seht ihr, falsche Zeit. Responsing, ja, es ist halt alles auf Englisch, aber egal. Ja, wir können einfach mal hier reingucken. Das ist eigentlich ähnlich wie Windows. Oh, doch. Firefox heißt hier anscheinend ein bisschen anders. Es hat interessante... Also, die Fenster haben eine interessante Art aufzuploppen. Muss ich ja ehrlich sagen. Also so, wenn das Ganze flüssig laufen würde, wäre es ja schon fast wieder toll und lustig. Ne? Oh, völlig ist komplett verrückt. Das tut mir natürlich leid. Das ist schon eine interessante Animation. So. Ich habe ihm natürlich jetzt ein bisschen wenig RAM gegeben. Das sind 512 MB RAM. Ich könnte ihm ja auch einfach mal mehr geben. Mal gucken, wie es dann wird. Aber ich glaube, dann kacken wir bei mir alles ab, weil ich habe ja nur 4 MB. Aber wie ihr seht da unten, ja. Er lasst es ordentlich aus. Gut. Dann wollen wir doch einfach mal gucken, wie man das Teil hier runterfahren kann. Ableiten. Vermutlich. So. Ausschalten erstmal. Ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade nichts verändern kann. Der sagt mir übrigens immer an, so Shutdown-Sequenz sozusagen, hat er mir jetzt gesagt gerade. Hallo? Ich glaube, er hat beendet. Da will ich mir nämlich nicht anzeigen. Ja. Ja. Okay. Ja, save das mal bitte, das wäre nett. So. Und jetzt möchte ich hier bitte mehr haben. Oder erstmal hier nochmal rein. Vielleicht macht das uns ja jetzt. Dort ein bisschen mehr. Ne, machst du nicht? Ach ja, er macht sich. Ja gut, aber ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen. Es gibt auch noch andere Betriebssysteme außer Windows und Apple. Und ja, ich hoffe, euch hat das ganz gut gefallen. Und ja, von daher schiebt mir mal knall ISO wieder darüber. Würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder bei meinem wunderschönen, bei meiner wunderschönen... Weiß ich nicht, müsste die Milchstraße sogar sein. Ist hier unten ein bisschen dunkel. Da oben auch, wie ich gerade in der Aufnahme sehe. Aber ja. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Mich hat es einfach nochmal interessiert, persönlich gesehen, wie das ganze Teil im Nutze auf mehr RAM läuft. Ich habe ihm jetzt 1 GB RAM zugegeben, sage ich jetzt einfach mal so. Und es läuft relativ flüssig. Ja, die Uhrzeit stimmt immer noch nicht, wie ihr vielleicht da oben seht. Aber ich habe jetzt ganz kurz was rausgefunden. Und zwar, wenn ihr das Mausrad bewegt. Na, gerade hat es auch noch funktioniert. Ja. Dann dreht sich das hier so. Und irgendwie konnte man... Das sah gerade wesentlich geiler aus irgendwie. Jetzt steckt es wieder, weil ich die Aufnahme laufen habe. Okay, gut. Aber es hat 1 GB RAM jetzt. Und jetzt können wir uns auch wieder ein bisschen was angucken. Spiele. Ah, Catman. Pillen fressen und Geister entkommen. Also Pac-Man. Einfach mal gucken, ob das funktioniert.
So, das würde ich dann einfach, das hänge ich dann einfach schnell hinten dran. Ich hoffe mal, euch stört das nicht. Anscheinend macht er hier nichts. Gerade. Hallo. Ich hab dich doch angeklickt. Ach Gott. Macht er nicht. Schade. Entschuldigt mich mal ganz kurz. So, musste ganz kurz niesen. Anscheinend hat das Ganze hier doch funktioniert. Wow. Ach, sogar doppelt. Vielleicht sollten wir eins davon schließen, wenn es sich ausgeknüppelt hat. Das geht jetzt bestimmt in einer tollen Animation weg, ja. Wunderbar. Sieht gerade interessant aus. Also wirklich leckfrei ist es nicht, auch mit einem Gigabyte. Gucken wir doch einfach mal. Ted Pac-Man, ne? Oh. Oh. Ja, die Bedienung hat ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. So. Ich drücke zum Beispiel jetzt. Jetzt. Jetzt ging es eigentlich mal. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Ja, jetzt hat sich das gemacht, ja. Sieht man ja. Da hoch. Ja. Also man muss schon ein bisschen vorplanen. Tja, und da war ich dreimal tot. Sie haben 2580 Punkte erreicht. Schön. Okay. Freut mich. Oh. Ja, dann trage ich einfach mal meinen Namen ein. Ja, ne? Und eintragen. So, meine Lieben. Aber damit es nicht allzu lang wird, würde ich sagen, Tschüssikowski und haut rein. Es hat mir Spaß gemacht. Und tschüss.